Kurz auch das machen. Wollte mich noch irgendwie jemanden ausbilden oder so? Ich habe mir doch mal eine Liste gemacht, die kann ich ja noch mal nebenbei öffnen. Und zwar habe ich die ja hier, ist das die? Ich hoffe, dass die das jetzt ist. Ja, die ist das. Und da wollten wir Schwertmeister machen. Das haben wir, glaube ich, gemacht, ne? Schwertmeister ist er. Ja, Schwertmeister ist er. Dann lösche ich das mal raus. Besser ist Weltmeister ist rausgelöscht. Klerikerin musst du noch Handeln machen. Dafür brauchst du noch 50 Charme. Wassermagiemeister. Nice. Okay, müssen wir noch woanders hin. Sechster sind Experte. Oh, Bogenschütze muss halt noch viel, ne? Da muss noch viel. Aber eins hat er doch schon. Entschärfen? Hat er das nicht schon hoch gemacht? Nee. Erdmagie-Experte. Nach Harmon. Dann müssen wir mal nach Harmon, glaube ich, noch. Luftmagie-Experte, das hast du gemacht. Yes, das kann ich auch rauslöschen. Beim unserem Bogenschützen. Sehr gut, ist raus. Dann müssen wir eigentlich jetzt nur noch nach Harmon. Dann machen wir Erdmagie-Experte. Ich weiß zum Glück auch gar nicht genau, wo man jetzt raus muss, um nach Harmon zu kommen. Gehen einfach mal blind drauf los, wie sonst auch immer. Da nehmen wir noch. Oh, was habe ich denn da? Eine Lampe. Eine Lampe. Was ist das? Lampe. Die Genies, die in solchen Lampen gefangen sind, belohnen normalerweise denjenigen, die sie freilässt. Manchmal bereitet es ihnen jedoch auch grausames Vergnügen. Das erste Lebewesen, das ihnen beginnt zu strafen, um die Genie-Lampe zu benutzen, klicken sie. Ich bilde einen Adventure. Oh, das können wir ja mal ausprobieren, ne? Wir speichern lieber nochmal davor und ich will nochmal ganz kurz. Das sind alles nur Zauberstäbe, ne? Weiß ich nicht. Das weiß er nicht. Erkennen Experte. Dann muss er noch eine Stufe. Er ist nämlich auch nur noch Zauberer. Da will ich gleich mal wissen, was er machen muss, um eine Stufe weiterzukommen. Das weiß ich nämlich persönlich gar nicht so genau. Oh, er könnte noch ein bisschen was lernen. Äxte wollten wir, ne? Da machen wir alles auf Äxte danach. Da machen wir alles auf Äxte. Dein Schild behält er aber mal für. Man weiß nie. Man weiß ja wirklich nie, was noch alles so auf ihn zukommen könnte. Körpermagie Meister. Körpermagie Meister haben wir da auch schon. Naja, sehr, sehr cool. Wassermagie Experte. Das stimmt, er muss noch für Wassermagie hochkommen. Und für Erkennen. Finde ich gut, finde ich gut. Sechser sind Experte, Kettenexperte. Bogen Erdmagie. Luftmagie. Das lassen wir noch erstmal. Ah, lernen könnt ihr natürlich ein bisschen, ne? Kette auch ein bisschen. Und Speer natürlich auch. Komm, wir machen ein bisschen auf Speer, so 3. So ist doch erstmal gut. Ich denke mal, so lassen wir das. Dann wollten wir jetzt den Genie rauslassen, ne? Auch cool, weil da weiß ich nämlich gar nicht, was passiert. Schön direkt tot, alles klar. Aber dafür zwei intelligent bekommen, was dem Charakter halt auch wirklich gar nichts bringt. Laden wir doch nochmal. Das geht doch bestimmt besser. Direkt wieder tot. Da frage ich mich natürlich, ob
ist hier irgendwo vielleicht, dass da irgendjemand vielleicht nicht stirbt. Da bin ich mir jetzt unsicher. Ah, eigentlich sterben da alle. Cool wäre gewesen, wenn es da halt tatsächlich irgendwie was gibt, was sie nicht immer nur umbringt. Also eigentlich bringt der nur 2 Intelligenz immer direkt. Dafür stirbt aber jemand. Da würde ich sagen, lassen wir das noch. Geben das natürlich dann demjenigen, der was mit Intelligenz anfangen kann. Und das sind die beiden hier, aber ein bisschen mehr. Den Stab kannst du noch nicht erkennen. Die Feder kriegt alle sie. Oder freue ich mich auch schon, bis wenn wir das gelernt haben. Da, das kannst du eigentlich mal direkt hier reinpacken. So gefällt mir das Inventar hier wieder ganz gut. Du hast das hier alles. Den Trank, damit kannst du behalten und wirklich nichts anfangen. Ah, ist leider genau 2 Plätze, was du damit verbrauchst. Ach stimmt, wir mussten doch für die Quest die Golem-Arme hier alle zusammenfinden, oder nicht? War das nicht so? Bin mir recht sicher, dass es das war. Und ein Golemarm haben wir ja schon. Was ich persönlich ganz gut finde. Ihm müssen wir auf jeden Fall mal Axt beibringen. So, Spiel speichern. Und mal hier die komische Kugel auf. Schöner Bogen. Ganz nett, aber unnütz. Oh, mag ich. Kriegt sie natürlich. Und den Golem, Fuß rechts. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ganz nett, aber unnütz. Und Intelligenz, da kriegst du natürlich wem direkt. Wem soll das denn nützen? Trefferpunkte nochmal plus 6 oben drauf. Kriegst auch du. Zack, schön, 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 schön. Das ist jetzt den Irrsinn. Kriegst du nämlich den Helm nicht. Kriegst du den Helm auch nicht. Den kriegst du den nicht, weil der bringt der eigentlich nicht. So ein bisschen irrsinnig. Dann lassen wir das so. Das lassen wir so und dann verkaufen wir den schön teuer. Intelligenzschuhe austauschen. Ich glaube, die Schuhe hat schon jeder von uns. Du kriegst natürlich den Bogen, ist ganz klar. Und Rest kriegst du. Oder wer ist am besten im Bogen? Da hast du auf jeden Fall. Oh, Bogen machen wir noch einen hoch. Ist ja klar. Schönen Bogen hoch machen bei ihm. Da knattert er auch schon mal ganz gut rein. Jetzt müssen wir mal überlegen. Was könnte man denn noch machen? Inventar. Den Bogen. Können wir mal überlegen. Oh, auch eigentlich gar kein schlechter Bogen gewesen. Der ist nicht ganz so gut. Guck mal, der hat auch plus 4. Den haben schon alle. Gut, dann kann das hier easy verkauft werden. Gib du mir mal deinen Arm noch. Dann sammelst du hier schön die ganzen Sachen. Den Golem-Fuß. ja, das machen wir doch alles so. Kannst du auch verkaufen, davon habe ich jetzt mittlerweile genug. Auch alles verkaufen, ja. Zack, hast du alles hier. Das könntest du noch gebrauchen, die Pilze auch. Da bin ich mir unsicher. So. Was ist das am besten zu verkaufen, okay? Kaufst du das natürlich und sie verkauft das auch. Weiß ich nicht. Das ist nachher gut für sie. Sobald er das erkennen kann.
Dürfte nicht mehr viel fehlen. Jetzt können wir noch mal überlegen, welche Quests wir... Aber wir wollen ja auf jeden Fall nach Harmondale erstmal. Das ist ja... Das machen wir natürlich jetzt erstmal. Ich will nur noch vorher einmal hier so ein bisschen rum twacken und die Viecher hier noch wegmachen. Weil mittlerweile machen wir nämlich ganz gut Schaden. Und wir gucken nochmal nach dem Lehrer für Bogen. Ich glaube, dass der aber auch in Harmondale war, wenn ich mich da nicht irre. Und Katze. Hm. Oh, das sind jetzt viele. Dann machen wir, dass der Zauberer auf jeden Fall die ganze Zeit aufzaubert. Und Katze. Sie heilt jetzt auf jeden Fall einmal. Schutz gegen Magie könnten wir eigentlich mal aktivieren, ne? Der Zauber schützt auch gegen Tod und Vernichtung. Super geil. Wenn da Großmeister ist, ne? Voila. Der Zauber macht die ganze Gruppe immun gegen manche Zauber und gegen Auswirkungen von Attacken, die vergiften, mit Krankheiten infiziert, zu Stein verwandelt, Lähmung oder Schwäche verursachen würden. Der Zauberer will solchen Angriffen pro Fähigkeitswert in Körpermagie abwenden. Danach ist der Zauber gebrochen. Alter, es ist ja so stark. Es ist zu stark, wirklich. Und was ist er jetzt? Er ist natürlich jetzt gerade verflucht. Ist, glaube ich, kein Problem, da wir ja dagegen was machen können. Zack, und er ist wieder am Stüsseln. Sie könnte natürlich jetzt einmal einen schönen Funkenflug reinschallern. Ja. Ich fand, der war ganz gut. Hat auf jeden Fall überall Schaden gemacht. So. Unerträglicher Schmerz! Den Spruch habe ich auch schon drauf. Heilen. Bam. Das war gut. Eigentlich alle wieder ganz gut davor. Wir müssen aber uns auf sie konzentrieren hier. Die in der Mitte. Jetzt ist hier doch wieder jemand betrunken. Sie könnte jetzt eigentlich auch mal einen schönen Verletzungszauber auf diese Harpie machen, der echt gut Schaden reingehauen hat. Nun, so. Katze. Soll mich das jetzt beeindrucken? Und damit haben wir die Gruppe ganz gut weggemacht, würde ich mal behaupten. Aber irgendwo sind hier auf jeden Fall noch welche, deswegen müssen wir mal Magie entdecken und da kommt nämlich die nächste Gruppe. Ich sag, dass die nicht nochmal herankommen. Ich glaube, dass die vorher weg sind. Die hauen wir locker vorher weg. Ja. Was ist denn das Blaue hier eigentlich alles? Nochmal eine Lampe. Das ist alles Loot, ne? Kann das? Das kann sehr, sehr, sehr gut sein. Das ist alles Loot, das Blaue. Wurde mir das schon immer so angezeigt? Oder erst seitdem? Wartet mal. Der kann ja auch. Hier. Zeigt Plätze, zeigt verschiedene interessante Orte oder Gegenstände. Zauber kostet keine Zauberpunkte. Sehr geil. Wir machen Luftmagie auf jeden Fall noch ein bisschen höher bei ihr später, irgendwann. Erstmal müssen wir Erdmagie auf jeden Fall noch ein hochbringen. Dafür muss sie aber Bogenschützenmeister werden. Außerdem würde ich vielleicht heute noch versuchen, den Drachen zu legen. Das wäre auf jeden Fall ein cooles Ziel, wenn wir das schaffen. Hier ist ja die Map gleich vorbei. Mal gucken, ob das die richtige Richtung ist.
wo wir denn eigentlich auch hinwollen. Das ist nach Toranischer Forest. Wir können auch nach. Wir schauen mal kurz was. Wir müssen uns kurz mal ein bisschen informieren. Schwupps, ist das hier? Might and Magic 7. Und zwar Zaubersprüche, Zaubertränke. Charakter. Nee, das will ich eigentlich gar nicht gucken. Ich will mir die Quest angucken für den Zauberer. Also den, ja, Zauberer im Moment noch. Und ich möchte mal schauen, wo wir Bogen noch lernen können. Bei Bogen haben wir jetzt ja nun mal auch noch mal auf der Liste. Ausbildung für Bogen. Bogen ist. Hier ist doch Bogen. Experte, können wir in Forest werden? Sehr schön. Dann machen wir das da. Oh, alleine Großmeister ist in Hammerdale. Auch nicht schlecht. Dann gehen wir nämlich über Forest. Auf jeden Fall. So, die Quest wollen wir uns angucken. Die Quest. Aufgaben. Nee. Nein, das ist es nicht. Beförderungsmission für die Quest, für den Mönch. Gehe zum Tempel Bar in Avely und töte alle Höhenpriester. Okay. Bogenschütze, Weg des Lichts. Das haben wir ja schon. Nee, das müssen wir noch machen. Das haben wir auch gemacht. Beförderungsmeister Mission der Hexer. Ich glaube, das Hexer, damit sind wir gemeint. Findet alle Teile des Golems, setzt sie zusammen und kehrt zurück zu Gray in School of Sorcery. Wenn man alle Teile gefunden hat, einfach Teile in NPC-Slot zusammenfügen, mit einem Golem sprechen und dann zu Thomas Gray gehen. Aber seid vorsichtig, benutzt nicht den Abenormalhieb, da der Golem euch ansonsten angreift. Okay. Richtiger Kopf, Barkhar Desert im Norden. Aha, den müssen wir noch. Das könnten wir uns ja auch alles mal in die Word-Datei packen. Weil das machen wir nämlich als nächstes. Danger. Ah, guck mal. Wir müssen hier auch noch was holen. Jetzt haben wir gerade im Norden das erste Bein gefunden. Und im Nordosten finden wir nämlich das zweite Bein. Sehr interessant. Für dich. Hä? Was soll das denn sein? Kurz auf. Weiß ich nicht. Kaufen den Aal. Kenn ich nicht. Kennt er nicht? Kennst du den vielleicht? Wem soll das denn nützen? Ah, nicht. Kein guter Ring. Huch. Nordosten. Aha. Also ja, hier irgendwo. Okay. Wem soll das denn Ah, nützen? nicht schlecht. Kriegst du mal zum Ganz Gucken nett, aber verkauft unnütz. werden? Tagebucheintrag. Kurz lesen. Tagebucheintrag. Die Sonne führt mich und beschützt mich vor Falschheit. Okay. Ich bin nach Deja gereist, um mit eigenen Augen die grauenvollen Auswirkungen der Taten der Totenbeschwörung zu gesehen. Es gibt Gerüchte, dass die Anhänger des Mondes mit ihnen gemeinsame Sache machen. Das darf nichts passieren. Zusammen wären sie unaufhaltbar. Möge die Sonne mich aus dieser Dunkelheit führen. Weiß ich nicht. Spruchrolle, wahrscheinlich ein Spruch, den wir auch Wem verkaufen. soll das denn Eisstrahl nützen? verkaufen wir.
5.835 Gold. Außen nichts. Voilà. Das war gut. Wäre dann schon ein bisschen schlecht, wenn man so schnell hin und her wackelt, ne? Ein schöner, guter Trank sogar. So, jetzt sind wir doch gleich schon mal... Ah, bestimmt hier oben auf dem Berg. Da haben wir wieder so eine alte Tante. Ich hoffe, dass sie uns nicht betrunken macht. Nein. Oh, 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 oh. Jetzt kommen aber viele. Ich würde tatsächlich jetzt einmal, damit wir das auf jeden Fall schaffen, hier jetzt einen Standardspruch geben. Den. Okay. Damit sie hier mit den schnell umhauen. Und hier können wir ja mal so einen Stab geben. Auf ganz schnell. Keine Ahnung. Den haben wir ja schon. Sie hat auch so einen. Aber ohne Wasserresistenz. Denn kriegt sie den doch ganz schnell mal angelegt? Ach, ich kann auch nicht alles... Wem soll das denn nützen? Kein Platz mehr. Kein Platz mehr? Oha. Oha, oha, oha. Die Federn kriegst du alle. Der kann auch halt verkauft werden. Das ist halt das. Nee, du kriegst ihn. Ja gut, dann behältst du den erstmal. Tut mir ja leid. Die Federn müssen wir mal schauen. Da brauchen wir bestimmt nicht so viele Federn. Kann ich mir nicht vorstellen. Bin froh, wenn wir die Bücher alle lernen können. Ach, schade, der unten hätte der sich echt gut gemacht. So sieht es doch nicht ganz verkehrt aus, denke ich. Ja. Au! Au! Sehr gut. Freut mich auch. Müssen wir sie fast one-hitten, alle. War das schon alles? Weil wir den Zauberstab angelegt haben. Zauberstäbe sind halt echt stark, ne? Unerträglicher Schmerz! Oh, jetzt müssen wir tatsächlich einmal kurz in Heilung zwischendurch reinhauen. So macht es auf jeden Fall alles? Sehr viel Spaß. Und zwar nur Harpchen. Aber dennoch. Oh, der tat jetzt nicht unbedingt Not mit dem Zauberstab noch. Aber egal. Jetzt kommt die hier noch. Nehmen wir mal wieder den Zauberstab weg. 19 Aufladung noch. Und du kriegst wieder deinen geliebten Bär. The lambs are very special to be sure to save them. Yes, of course. Do you know how I can use and don't die when I use? Be a spoiler and that's naughty. Ah, okay, okay. Spiel speichern, speichern. Da hinten sind noch welche, die hauen wir nochmal schnell weg. They are Saturn mounts, they give
different stats. Yeah, that's I know already. But already dead when I use them. War das schon alles? Okay. It's pretty nice. Now I have two of them. Yes. The beginning of the month is always the lowest start. Later in the month is the highest. Okay, so I have to use them later in the month. Ah, der ist zu weit weg. Den schaffen wir nicht. Den schaffen wir nicht. Den schaffen wir noch. Jetzt schaffen wir den aber recht easy. Da kommen wir hier hoch. Mhm. So, jetzt kommen wir hier hoch. Jetzt kommen wir hier doch gut hoch. Mal speichern. Au! Was war das? War das der Fallschaden? Bin doch gar nicht so. So doll bin ich doch gar nicht gefallen. So, wir müssen Nordosten. They are specific days you shouldn't use them. I believe Friday, Sunday, and I don't remember the other day has seriously negative effects like instant death or traction, rejection. Oh, okay. A look. Which day we have now? Don't know. Now we have, okay. It's early in the month. Shall we, should just wait? For Sunday, Friday. Aha. Hier ist eine Höhle. Oben Halle. Aha. Yes. Save your games, then test each month till you know which month has the right stat you want. Or look it up like physisch cheater. Ja, in this month it's intellect. What's not so bad for my mage? Das verkaufe ich alles. Ah, da ist noch eine. Kannst du auch mal haben. Ne, du kriegst sie. Now I have three of them. So say if you want intellect, Februar 28 is probably the highest day, up to 4. Okay. Now I'm watching for the leg. I said have the right. Now I'm watching for the
left leg, I think, be here. Maybe here and that. Nee. Keine Ahnung. Oh. Schutz gegen Magie habe ich natürlich von letztens erst gekauft. Yes, of course, it's very useful. Das Gold mal alles mitnehmen. Das kann man immer mal gebrauchen, auf jeden Fall. Maybe here. Oh, ist noch ein Bein. Müssen hier noch ein Bein finden. Nee. Hier denn doch nicht mehr. Yes, I think it's in the northeast side. But I don't found the leg. Ah, es ist up on the hill. Okay, ich guck mal, ich schau mal, ich schau mal, ich schau mal. I'm searching. Eigentlich müssten wir das ja auch finden, wenn wir jetzt Magie entdecken machen. Aha. Da vielleicht. Kann gut sein. Ah! Guck mal da, schau mal an, schau mal an, schau mal an. Was ist das noch? Noch eine Lampe? Nice. Noch eine Lampe. Jetzt haben wir... er hat die Lampe bekommen. Oh. Ach, ich kann auch nicht... Schönes Schild, schönes Schild. Aber ohne Schild. Kriegst du natürlich. Wem soll das denn nützen? Kein Platz mehr. Kein Platz mehr. Geld. Hoho, 105. Anywhere there's sand, it's likely a lamp. Okay, nice to know. Ganz nett, aber unnütz. Golembein links. So. So in the desert should be lamps too. Oh, ist ganz schön neblig hier. Hatte ich jetzt auch noch nicht, dass es neblig ist. Hat hier irgendwer mich geschossen? Ja, es hat auf mich geschossen. Von den Bäumen. Wollen wir uns aber noch nicht mit den anlegen, würde ich sagen. Zeros, Lambs in Burkhardt Desert, yes. Okay. Nice to know. Nice to know. Which day we have now? Immer noch? Nein. 19. Aha. Okay, and then the golem will attack me if I choose to wrong the bat head. Ah, okay.
So, wo finden wir Bogen? Das ist mal eine Frage, die wir uns stellen könnten. Ich glaube, Bogen war hier. Ne, das ist ein Schärfenexperte. Ein Chemieexperte. Leider nicht. So inspect the head carefully. Okay. Now I'm looking for the bow expert. But I don't remember where he is. Waldmeister Steinkreis. Nee, hier ist kein Bogenexperte. Sieht zu aus. Warum sieht das denn zu aus? Wie spät haben wir das denn? So sieht das doch schon mal alles besser aus. Dann können wir hier auch mal reinkicken. Der Stadtrat tagt gerade. Steingargol. Davon haben wir doch mal ein paar. Weggemacht. Da können wir natürlich mal. Euer Geld ist bei uns sicher. Nochmal schauen, dass wir von denen ein paar wegmachen. Falschen Experte. Was ist denn hier drinne? Leuchtexperte. Auftrag. Den haben wir doch schon angenommen. Meisterjäger. Hier waren wir doch schon. Sucht ihr etwas? Kaufen. Zack, 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 zack. Danke für euren Besuch. Gerne, gerne. Und ich weiß nicht, wo der Experte ist. Hier hinten vielleicht? Könnten uns ja auch nochmal... Kommt rein. Wie kann ich euch helfen? Schild nicht. Das Schild müssen wir mal ganz schnell anlegen. 8. Und das hat... 12. Ah, okay. Das hat nur 8, also verkaufen wir das doch so. Du dahin. Du kannst ja nicht auch verkauft werden. Nee. Kannst du nicht. Kälteschaden. Kälteschaden und auch Kälte. Nee. So musst du. Da passt nichts mehr rein! Du kannst den auf jeden Fall haben und dann kann das alles verkauft werden. Stein zu Fleisch. Lampen überall und überall diese Federn. Die allerbesten Waffen. Speer, leider kannst du auch keine Äxte hier lernen. Das ist doch. Das ist doch blöd. Kaufen. Das scheiße alles noch nicht. Und dann hier alles mal schön verkaufen. Danke. Und kommt rein. Verkaufen. Wie und kann ich euch helfen? War mir. Okay. Oh, er hat aber auch viel Schrott, ne? Furcht verjagen. Quecksilber. Weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Was haben wir denn hier Übung noch? Übung macht den Meister. Oh, hier könnten wir noch ein bisschen Perfekt. Stufen aufsteigen. Perfekt. 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 Aber nichts Neues. Nichts Neues. Jetzt müssen wir mal nach Bogen schauen. Seid willkommen. Auch nur 6. Sinn, ne? Dann kaufst du mal ein bisschen Proviant. Das Beste. Proviant brauchen wir immer mal. Großmeister Leder? Nicht das, womit ich jetzt gerechnet hätte. Bogenexperte, das wollten wir doch.
schön. Und mehr wollten wir hier eigentlich nicht. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt hier relativ gut nach Harmondale kommen. Guten Tag. 2 Tage nach Harmondale, das ist doch gut. Können wir nämlich jetzt Erdexperte werden. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr, sehr doll. Meine Herren, ich werde von den Botschaften Eritas und Avili gesandt, um euch von Richter Crays frühzeitigen Tod in Kenntnis zu setzen. Wir glauben, es handelt sich um einen Herzanfall und besteht kein Grund, böse Machenschaften zu vermuten. Man würde euch sofort zu sprechen und legt euch nahe, sofort zum Schloss zurückzukehren. Man hat einen Waffenstillstand vereinbart, bis ein Nachfolger für Richter Cray gefunden wird. Aha! Und mein Richter Crays frühzeitigen Tod. Aber wo war denn jetzt der Richter? Ist das jetzt... Man wünscht euch sofort zu sprechen und legt euch nahe, sofort zum Schloss zurückzukehren. Zu unserem Schloss? Das muss ich sagen, weiß ich jetzt nicht. Trotzdem würde ich mich jetzt gerne erstmal kurz auf den Weg machen, um zum... zum Erdmagier noch was zu machen hier. Erdmagier-Experte, sehr schön. 1000 Gold, zack. Hoffentlich kannst du jetzt die Bücher... Könnte nützlich nice. Sein. Könnte nice. Nützlich sein. Könnte nice. Nützlich sein. Jetzt hat sie hier auf jeden Fall ein paar Zauber gelernt. Was war das? Schild. Verlangsamt einen einschlagenden Fernwaffen wie Pfeile und Felsen, sodass dies nur haben Schaden verursacht. Achso, nur halben Schaden. Oh. Deren Tod schon wieder. Okay, es erhöht aber nur die Dauer nie auf die ganze Gruppe, leider. Das ist gut. Klinge verschleudert ein. Ah, okay. Sehr scharfe Klinge gegen einzelne Ziele und versucht 1-9 Punkte Schaden pro Fähigkeit. Pferde. Durchschnittliche Erholungszeit. Erholungszeit. Okay, okay. Und Stein zu Fleisch. Wichtig. Obwohl wir jetzt Schutz gegen Magie haben, tatsächlich. Aber trotzdem. Manchmal weiß man es ja nicht. Ich bin es trotzdem ab. Dann kriegt man es einfach trotzdem ab. Können wir uns gleich mal überlegen, welche Aufgabe... wir machen als nächstes die Magier-Aufgabe, würde ich sagen. Das ist eine Aufgabe für Magier. Was willst du denn? Macht keinen Ärger, das ist mein Schloss hier. Oh, jetzt sieht es hier schon mal ganz, ganz anders aus. Und schöne Bilder und so. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Boah, die ganzen Federn können hier mal eigentlich rein, ne? Bisschen hier sortieren. Das ist natürlich immer ätzend. Aber muss nun mal gemacht werden. Das nützt ja auch nichts. Sind die eigentlich viel wert? 50, okay, kann man mit leben, ne? Ich kann auch nicht alles. Aber du bist es, das ganz nett, jetzt mittlerweile aber unnütz. Verstehen, ja. Dann kann sowas hier noch rein. Der auch natürlich. Hä? Was soll das denn? Die ganzen Ringe kannst du dir hier nochmal reinpacken. Und die Chrome Cap. Das hier alles nicht. Hä? Was soll das denn sein? Schutz gegen Magie, das können wir noch verkaufen. Das kann sie noch verkaufen. Weiß ich nicht. Eigentlich. Von den Fluch verjagen. Weiß ich nicht.
haben wir schon einmal. Packen wir also auch hier hin. Boah, von den Dreck kann man eigentlich auch echt nicht genug haben, ne? Der nimmt echt viel Platz weg. Segen. Segen als Trank? Brauchen wir nicht. Viole mit Trollblut. Weiß ich noch nicht, wofür das ist. Lassen wir erstmal noch. Damit siehst du eigentlich wieder ganz gut aus. Irgendwas noch, was wir hier reinpacken? Könnten die ja eigentlich auch mal alle wegpacken. Weiß nämlich noch nicht, ob wir die brauchen. Schick aus. Aber hier ist keiner, ne? Nee. Nein. Nein. Dann gucken wir mal hier rein. Botschafter Bright und Botschafter Scale. Butler, okay. So, sorry, bin wieder da. Müssen wir uns das mal durchlesen? Was sagt denn der Butler? Schloss aufbauen. Ihr habt gerufen, edle Herren. Mein Herr, Schloss Harmony erwartet euch. Ja, ganz klar. Ah, seid grüßt, meine Herren. Ich bin Botschafter Fright von Barkada. Ich weiß schon, die Zauberer in Eritas südliche Grenze, ihr seid wichtig geworden. Da Richter Gray auf euren Land ums Leben kam, müsst ihr nun einen anderen Schutzherren bestimmen, der helfen kann, den Disput zwischen Erita und Evely zu beenden. Ich möchte euch formell einladen, nach Barkada zu kommen und Richter Fair zu treffen, den wir für den Posten dringend empfehlen möchten. Ich will keinen Druck ausüben, jedoch bin ich sicher, ihr versteht, dass eure Entscheidung für die Beziehung unserer beiden Regierungen bestimmt sein wird. Es ist mein Vergnügen, euch zu treffen, werte Herren. Ich bin Botschafter Scale und ich repräsentiere Deja, das Land der Totenbeschwörer. Im Nordwesten Eritas? Naja, ich weiß, was ihr denkt. Totenbeschwörung, Pach, Tod und so weiter. Nun, eigentlich sind wir nur auf der Suche nach Wissen. Eine edle Sache, wenn ihr mich fragt. Wir sind nicht böse, ihr solltet mit einigen von uns reden. Wir wissen wirklich, wie man auf den Putz haut. Der Botschafter lächelt gezwungen. Hahaha, ihr ladet euch nach Leja ein. Seit Richter Gray starb, ist es an euch, seinen Nachfolger zu bestimmen. Wir haben da jemanden im Auge, der unsere Feinde darin bestärken wird, diesen Krieg zu beenden. Ja, ich ersuche euch, Richter Slan, auszuwählen. Es würde uns sehr viel bedeuten und wir könnten sehr viel für euch tun. Denkt darüber nach, aber nicht zu lange. Lull, keine Ahnung. Welchen man davon jetzt eher nimmt, müssen wir uns mal beide persönlich anhören, würde ich sagen.